Moin meine Lieben, ich habe ganz bewusst ein paar Tage mit meiner Silvesternachlese gewartet, weil ich mir erstmal einen Überblick verschaffen wollte. Den habe ich jetzt und ich kann euch sagen, das was Silvester in Deutschland los war, dagegen war der Grabschi-Hat auf der Kölner Domplatte 2015 ein Kindergeburtstag. Und ich rede hier nicht von Übergriffen durch Migranten. Die gab es natürlich auch. Aber damit haben wir ja gerechnet. Ich rede davon, dass Silvester 2017 uns gezeigt hat, in welche Richtung unser Land gerade abdriftet. Ich habe eben erstmals Bilder gesehen, was in Hamburg los war, meiner Heimatstadt. Die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, geboren bin, aufgewachsen bin, in der ich fast 40 Jahre gelebt habe. Ich habe da viele schöne Silvester verbracht. Nun sah ich eben Bilder vom Jungfernstieg. Da war kein einziger Deutscher. Da war kein einziger Deutscher. Schaut euch bitte die Bilder mal an. Okay, was sagt ihr dazu? Also, das kann es doch nicht sein. Das kann es doch wirklich nicht sein. Wo soll das alles noch hinführen? Natürlich ist wenig passiert, verhältnismäßig wenig. Weil es war ja keiner von uns mehr auf der Straße. Ich habe ja neulich in dem Video mit Olli Janik schon drüber gesprochen. Erinnert euch, was wir früher für Feste gefeiert haben. Erinnert euch an die Love Parade. 97, 2 Millionen Menschen in Berlin feierten ausgelassen. Das können wir doch alles komplett vergessen und zwar für immer und ewig. Es muss was passieren. Es muss was passieren. Die müssen jetzt wirklich raus. Es geht nicht mehr so weiter. Das kann es doch nicht sein. Wir können doch nicht immer alles hinnehmen. Wir können doch nicht sagen, okay, dann bleiben wir Silvester eben zu Hause. Das ist, wir haben uns diese Freiheiten, haben wir uns über Jahrhunderte erkämpft. Und für was geben wir die denn jetzt hin? Für irgendwelche Leute, die noch nie irgendwas erreicht haben. Für Leute aus Ländern, die nichts von Bedeutung erfunden haben. Nichts, nichts, nichts. Wollen wir denen unser Land schenken? Wofür denn? Wir müssen was tun. Wir müssen was tun. Es geht so einfach nicht weiter. Es geht so nicht weiter. Was kann man tun? Ja, wir müssen uns Sachen überlegen, es gibt so viel. Es gibt zum Beispiel keinen Grund, dass die 500.000 abgelehnten Asylbewerber nicht schon längst tatsächlich abgeschoben sind. Da gibt es keinen Grund für. Wenn da irgendwelche Gesetze gegen sprechen, dann müssen die Gesetze eben geändert werden. Mensch, unser Asylrecht, das ist irgendwann 1750 irgendwann mal geschrieben worden, die konnten doch nicht mit einer muslimischen Invasion rechnen. Das ist geschrieben worden für Flüchtlinge aus Polen und so, die uns nah sind. Aber doch nicht für Leute aus Absurdistan. Moin meine Lieben, ist hier auf Mallorca kurz nach 8, ja bei euch auch. Ich bin schon wieder seit fast 2 Stunden wach, Schlaf kaum noch. Wir bauen ja gerade unser neues Portal auf, mit dem wir uns von Facebook unabhängig machen wollen, wo wir der Zensur entgehen wollen. Und da gibt es verdammt viel zu tun, auch sonst. Es ist einfach viel zu viel los zum Schlafen. Also
Wie sagt der Rainer Werner Fassbinder, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Nach dem Silvester-Video habe ich unglaublichen Zuspruch bekommen, auch von vielen Polizisten. Wir haben, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber bestimmt so 10 bis 15 Polizisten unabhängig voneinander geschrieben. Ausnahmslos positiv. Ich möchte euch den Brief, die Nachricht vorlesen, die mich am meisten berührt hat. Es kann sein, dass ich wieder weinen muss, wie bei dem Video mit dem vom Migranten ermordeten Hund. Bin halt nah am Wasser gebaut bei so einem Thema, wenn es meine Heimat angeht. Das ist dann halt so. Moin Oliver. Ich habe bis eben all deine Videos bezüglich der Flüchtlinge gesehen und muss dir sagen, da habe sogar ich Gänsehaut bekommen. Um es genau wie du zu sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich will diese Menschen hier nicht mehr. Ich kenne kaum Leute, die eine andere Meinung haben. Das ist schon mal gut. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder kennst du nur wenige Leute oder unsere Meinung wird verbreiteter und verbreiteter. Ich fand deine Videos mega geil. Vielen Dank. Ich würde mir wünschen, wenn du mehr solcher Videos machen würdest. Meinen Rückhalt hast du. Ja klar, siehst du ja, ich bin dabei. Und jetzt kommt's. Bisher war ja Standard. So. Ich kann auch bezüglich deines Videos, in dem du Bilder vom Jungfernstieg in Hamburg, es geht um das Silvester-Video, ne? Also wie Silvester lief 2016 und auch 2017 vor allen Dingen. Nochmal, ich kann auch bezüglich deines Videos, in dem du Bilder vom Jungfernstieg gezeigt hast, nur sagen, dass es viel schlimmer war, als auf den Bildern dargestellt. Ich, verdammt nochmal, war einer von den Polizeibeamten, die Dienst hatten und den Kopf dafür hingehalten haben. Und jetzt kommt ein unglaublicher Satz. Zum Ende des Dienstes standen viele Kollegen weinend zusammen und haben gesagt, dass es so nicht mehr weitergeht. Das Schlimmste ist aber, dass wir nichts unternehmen dürfen. Nur noch mal zur Erinnerung, wir reden hier über einen Hamburger Polizeibeamten. Nicht mein Kumpel, von dem ich in dem Hundevideo erzählt habe. Den kannte ich vorher nicht. Der ist jetzt mein Kumpel. Der ist jetzt mein Freund. Nochmal. Das Schlimmste ist, dass wir nichts unternehmen dürfen. Die Politik will das so. Momentan spielen sich unhaltbare Zustände ab. Ich wiederhole den Satz nochmal. Momentan spielen sich unhaltbare Zustände ab. Irgendwann werden wir Beamten dazu gezwungen sein zu demonstrieren. Sei froh, dass du auf Malle lebst. Ich möchte dich hier nicht groß volltexten, ich wollte dir nur zeigen, dass du gehört wirst und dass man hinter dir steht. Habe deine Videos in meinem privaten... Habe deine Videos in meinen privaten sowie dienstlichen WhatsApp-Gruppen geteilt und nur Zustimmung bekommen. Bitte mehr von deinen Videos. Das ist ein deutscher Polizeibeamter, Freunde. Wie viele Beweise braucht ihr noch? Ich richte mich jetzt speziell an die Leute, die nicht meiner Meinung sind, die mich scheiße finden, die vielleicht einen Daumen nach unten geben, die meinen, ich wäre ein geistiger Brandstifter. Ich habe schon in einem anderen Video gesagt, ich bin nicht der geistige Brandstifter. Die geistigen Brandstifter sind Leute wie Merkel und die anderen Verbrecher, die diese Leute hier ins Land geholt haben. Das sind die geistigen Brandstifter. Nicht ich, nicht der Polizist. Das ist nämlich derjenige, der mit der Scheiße, der die Scheiße ausbaden muss, die Merkel uns die Merkel angerichtet hat. Das ist derjenige, der an der Front steht. Nicht Merkel. Es müsste andersrum sein. Es müsste andersrum sein. Mensch, früher war es so, da waren die Patrioten an der Regierung und die Verbrecher im Gefängnis. Heute sind die Verbrecher an der Regierung und die Patrioten im Gefängnis. Man muss sich das mal vorstellen, was hier los ist.
Problem ist ja auch, sie sind ja auch so machtlos. Sie dürfen ja nichts machen. Wenn die einen von diesen Migranten auch nur schief angucken, kriegen die, haben hier schon ein Disziplinarverfahren am Hals. Das geht so nicht. Wir brauchen einen ganz anderen Geist bei der Polizei. Wir müssen ihnen Freiheiten geben. Wir befinden uns im Krieg, das muss man mal begreifen. Es muss erst zugeschlagen werden, dann gefragt. Ich beende dieses Video so, sonst eskaliert das noch vollkommen. Bis später, Freunde.